Das Seil führt hinter das Gebüsch. Von dort kann ich jetzt die Falle auslösen. Funktioniert das auch nicht, okay? Ich bin jetzt leicht verwundert. Hier wäre genug Platz für eine Falle. Mensch. Hier wäre genug Platz für eine Falle. Aber ich mache das lieber anders, sagt sie noch. Lieber nicht. Das Fell ist nun voller Löcher. Den letzten Flock bekomme ich nicht heraus. Zeig mir deinen Dolch. Jetzt will er auch noch meinen Dolch. Na nü? Der Dolch reicht nicht, um das Fell am Boden zu befestigen. Probieren wir was anderes. Ich zeige dir mal den Dolch. Also gut, hier. Was bekomme ich jetzt dafür? Später. Dachte ich mir. Den brauchen wir also nicht, den Dolch. Alles klar, okay, gut. Das ist wenigstens, dann haben wir wenigstens weniger zu tun. Können wir eventuell... Das führt doch zu nichts. Der letzte Pflock hält es fest. Das Seil nehme ich auch mit. Nein. Wir sind das immer noch nicht fertig, okay? Das ist ja nicht dann für später, wenn wir das wieder beenden können hier. Also wenn wir dann gehen, dass wir dann alles mitnehmen können. Aber wie genau soll das jetzt klappen? Ich bin überfragt. Ich weiß nicht einmal, wo ich ansetzen sollte. Das wird er bestimmt nicht gegen etwas zu essen tauschen. Willst du meinen Stab? Ha, ich wusste es. Ihr wollt mich also doch loswerden. Du hast Glück. Er will keinen sprechenden Dämonenstab. Ein weiser Mann. Oh mein Gott, wieso ich... Mit dem flachen Stein kann ich immer noch agieren. Das muss ich nicht... Ich weiß nicht einmal, wo ich... Echt nervig. Ich habe bereits eine Handvoll. Ja, was willst du mit der Handvoll jetzt? Ich darf mein Ziel nicht aus... Auch hier ist er zu nicht... Was sagt ihr? Nicht so wichtig. Okay, Maske? Das wäre grausam. Sie wirkt nur auf Menschen. Das wäre grausam. Ich dachte, es würde grausam nicht, aber okay. Bis ich nicht weiß, was die Maske tut, lasse ich sie in Ruhe. Sehr seltsam. Aber wir könnten...
Warte mal, kann ich das Seil vielleicht... LOL, ach so, alles klar. Alles klar, okay, die Falle zieht sich damit zu, jetzt haben wir das Kaninchen gefangen. Na also. Beeindruckend. Armes Tier. Und nun? Ich kann es nicht einfach roh essen. Hier hast du Steine. Oh, wer braucht sie nicht? Nein, das sind besondere Steine für Feuer. Er scheint etwas in der Hand zu halten. Höchstwahrscheinlich sind es... Feuersteine! Hey, jetzt gesagt! Das sind Feuersteine. Danke. Und jetzt den Stab. Was? Steine für den Stab. Das ist der Preis. Nope. Steine für... Danke, dass ihr mich nicht hergegeben habt. Ich dachte, du wolltest mich loswerden. So unberechenbar ihr auch seid, er ist noch viel schlimmer. Ich habe versagt. Ich kann genauso gut hier liegen bleiben und sterben. Er hat alles mitgenommen. Nur die Feuersteine und die Maske hat er mir gelassen. Ich werde diesen Mistkerl jagen. Ich werde ihn fangen und ich werde ihn ausnehmen wie eine Ratte. Niemand missachtet mich und kommt heil davon. Na dann würde ich sagen, gehen wir mal die Anhöhlung. Ins Kapitel 3. Es könnte vielleicht doch anders sein. Also ich nehme mal meine Vermutung jetzt erstmal an. Und zwar glaube ich... Wo ist er lang? Sind das Tierspuren? Oder war das Rachwan? Wenn ich der falschen Spur folge, finde ich vielleicht nie wieder zurück. Vielleicht mit diesen Bären. So. Von hier bin ich gekommen. Auf diese Weise gehe ich auf jeden Fall nicht verloren. Die Frage ist jetzt natürlich, der Baum, den wir gesehen haben, ist das sie, die immer noch den Rachwan jagt und nicht nach Draconia kam und vielleicht auf dem Weg verhungert ist? Oder ist es der Rachwan, der vielleicht wahnsinnig geworden ist durch den Stab und jetzt irgendwas sucht? Oder ist es der Stab vielleicht an sich auch nur... der dann einfach mitkriegt hat, was für Macht er eigentlich hat. Das ist so die Frage, die ich mir gerade stelle. Okay, rote Beere. Ich denke, ich habe genug. Dann gehen wir mal an den Weg. Wo der wohl hinführt? Probier's aus. Probier's aus. Wo der wohl hinführt? Nein, das jetzt die Bären drauflegen. Bären. Wo der wohl hinführt? Immer lang gehen, immer lang gehen. Bären? Das hier sieht mir nach einer guten Möglichkeit aus, irgendwo lang zu laufen.
Na nö, von hier bin ich gekommen, okay. Hoffentlich. Was? Hoffentlich verlaufe ich mich nicht. Hoffen wir mal nicht, nee. Es war also eine Fuchsspur. Sie sieht aus wie alle anderen. Für mich sehen diese Spuren alle gleich aus. Dann gehen wir mal weiter. Wo der wohl hinführt? Die Fährte kann ich also auch nicht richtig lesen. Ich tue natürlich wieder die Bären hier hinlegen. Und gehe mal hier lang. Und dann legen wir hier die Bären hin, weil wir von da gekommen sind. Und laufen da lang. Und dann legen wir hier die Bären hin, weil wir von hier gekommen sind. Und laufen nach da. Das ist echt krass, ey. Mir wäre so, als wenn ich hier schon mal gewesen wäre. Ich bin richtig. Er war hier. Erst hat er mein Kaninchen gefressen. Und dann, tja, und dann meinen Dolch in den Baum geworfen. Er macht sich wohl über mich lustig. Er hat ihn genau so geworfen, dass ich nicht rankomme. Sie sieht aus wie alle anderen. Da gibt es nichts mehr zu holen. Der Mistkerl hat das Tier bis auf die Knochen abgefressen. Sie sieht aus wie alle anderen. Okay. Steine. Ich sehe keinen Zusammenhang. Sollte sie werfen, um an den Dolch zu kommen? Sie wirkt nur auf Menschen. Sie sieht aus wie alle. Ich kam ja von hier, deswegen lege ich mir hier mal die Bären hin. Und dann gehen wir mal nach da. Oder er hat sich so über den Weg markiert, das kann natürlich auch sein. Mit dem Dolch. Sieht aber echt alles gleich aus, ey. Ich hoffe ja sehr, dass die Bären nicht verschwinden. Das wäre nämlich sehr unschön. Weil hier waren wir doch schon, oder? Waren wir hier nicht schon? Ich bin jetzt verwirrt. Eine Wildsau. Starr mich nur an. Du bist doch auch nicht schlauer als ich. Okay, dann lege ich mir hier einen Stein hin. Kann ich mal gucken, was die Maske an der Wildsau macht? Nein, das ist es nicht. Okay.
Sie sieht aus wie alle anderen. Zu den Dornsträuchern verstehe ich auch nicht ganz, aber okay. Ich gehe mal hier lang. Dann legen wir hier noch was hin. Gehen hier lang.